Ja, das ist ein bisschen schade, dass wir hier zwei Dänen haben. Die sind jetzt Weltmeister und ja, sind mit Nase nach oben und immer eine Stufe höher als uns anderen. So, ja, das ist hart jetzt. Ja, man freut sich sehr, jetzt wieder beim THW zu sein, die Jungs zu treffen. Man hat die lange nicht gesehen und ich glaube, alle freuen sich, dass das bald wieder losgeht. Viele Mannschaften haben da Punkte verloren und wir mussten unsere Abwehr und Torhüterleistung da auf gutem Niveau kriegen und dann können wir dann die Gegenstoße laufen und dann hoffe ich, dass es gut wird. Bei Frisch auf Köppingen müssen wir ganz schnell auf hohes Niveau kommen, um die zwei Punkte zu holen.